Wir haben ja schon letzte Woche darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich ambitionierte Ziele zu setzen und was wir tun können, damit wir die auch erreichen können. Da habe ich euch ja letzte Woche schon drei Punkte genannt. Und heute geht es damit weiter, damit ihr auch eure Ziele erreicht. Und ein Punkt, der nächste Punkt ist wirklich euch selber gegenüber ehrlich zu sein. Wollt ihr ein Ziel wirklich erreichen? Seid ihr wirklich bereit dazu, alles zu tun, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen? Weil wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann braucht ihr auch gar nicht anfangen. Wenn ihr also nicht wirklich dazu in der Lage seid, jeden Tag daran zu arbeiten, dann macht es eigentlich keinen Sinn. Dann bereitet ihr euch nur auf die nächste Enttäuschung vor. Als nächstes setzt euch kleine Schritte, teilt euer großes Ziel in kleine Teile auf. Wenn ihr den schwarzen Gürtel erreichen wollt, dann strebt erst nach dem gelben und dann nach dem orangenen Gürtel und geht so Schritt für Schritt weiter. So kann man also jedes große Ziel in kleine Päckchen aufteilen und ihr könnt immer wieder kleine Erfolge feiern. Als nächstes müsst ihr euch einen Plan machen, wie ihr dieses Ziel erreicht. Was ihr also jeden Tag tun könnt, um euch in die richtige Richtung zu bewegen. Wenn ihr abnehmen, fitter werden wollt, dann nehmt euch vor, jeden Tag morgens Liegestütze und Kniebeuge zu machen, zum Beispiel. Und dann zwei oder dreimal die Woche in den Kampfkunstunterricht zu gehen. Damit es dann klappt, müsst ihr den Plan auch durchziehen. Also auch wirklich jeden Morgen eure Liegestütze machen, jeden Morgen eure Kniebeugen machen und dreimal die Woche zum Kampfkunstunterricht zu gehen. Dreimal die Woche ist übrigens wirklich ein hohes Ziel. Ich kenne nur wenige, die regelmäßig dreimal die Woche zum Unterricht kommen. Ein Durchschnitt von zweimal die Woche ist schon wirklich gut. Dafür muss man oft dreimal die Woche hingehen, weil es kann immer mal passieren, dass einmal ausfällt und dann seid ihr eben nur noch bei einmal die Woche. Und dann wird es schwierig, ein großes Ziel zu erreichen. Arbeitet an euren Zielen, setzt euch tolle Ziele und feiert eure Erfolge. Ich wünsche euch eine super erfolgreiche, ambitionierte Woche.